Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, eine alte Legende weiß zu berichten, dass der Apostel Matthäus am Ende, auf der letzten Etappe seines Lebens, bei den Parthern und Medern gewirkt hat. Und dort begegnete ihm eines Tages ein Kind, das ihm einen Stab schenkte. Und dieses Kind richtete ihm einen Auftrag aus, diesen Stab in die Erde zu stecken. Und Matthäus folgte diesem Auftrag. Und dieser Stab wurde zu einem großen Baum, an dessen Fuß eine Quelle entsprang. Das Wasser machte die Kranken gesund und der Baum erfüllte alle, die ihm nahe kamen, mit einem Wohlgeruch, der sie vorbereitete, so sagt es die Legende, auf den Wohlgeruch des Paradieses. Was diese Legende uns in wunderbarer Weise erzählt, das hat Matthäus getan mit seinem Evangelium. Dieses Evangelium, das wir von ihm haben, das große Evangelium, das die Kirche oft benutzt und ausgelegt hat. Denken wir nur an die großen Auslegungen des Johannes Chrysostomus zu diesem Text. Ist wirklich wie ein Stab in die Erde gepflanzt, an dem man gesunden kann. Und man kann den Wohlgeruch des Paradieses an ihm erahnen und seiner teilhaftig werden. Wenn wir nur an seine Kindheitsgeschichten denken. Auch das ein Stab, der eine vertikale Richtung andeutet. Gott ist herabgekommen, der Gott mit uns, der Immanuel, wie es Matthäus uns mit dem alten Jesaja-Wort ausrichtet. Er neigt sich herab und wird Mensch. Und wenn wir an sein Ende denken, an das Ende des Evangeliums vor der Passion, die große Gerichtsszene, wo Christus alle Völker vor sich selber versammeln wird und seine Auserwählten, seine Kirche neben ihm steht und über die Völker zu Gericht sitzt. Das Evangelium als ein Stab in die Erde gepflanzt, das die vertikale Richtung wachhält. Ich fand bei einer sehr wachen, überaus wachen Frau, die 2009 gestorben ist, Mutter Isa Vermehren, eine sehr kritische Begleiterin in ihrem Tagebuch des Geschehens gerade innerhalb der Kirche. Und sie hat viel über die Verwirrung der letzten Jahrzehnte nachgedacht. Und das ist ja nicht zu leugnen. Es gibt ja de facto keine Glaubenssubstanz mehr. Wir haben im Grunde genommen, und da stimme ich sogar den äußerst Reformfreudigen zu, wenn sie sagen, können wir überhaupt noch Liturgie feiern? Das ist wirklich eine große Frage. Wir haben im Grunde genommen die Voraussetzungen dafür verloren. Noch nicht einmal die Basistexte sind inzwischen allgemein bekannt. Kinder lernen sie ja nicht mehr. Und sie schreibt einmal in einer Weihnachtseintragung von 1985, die unsagbar demütige Menschwerdung Gottes wird zurzeit vor allem für die Selbstvergötzung des Menschen missbraucht. So viel Selbstmitleid, so viel Selbstbewunderung, Selbstbeweihräucherung, immerfort Anklagen gegen jedermann, nie eine konkret gegen sich selbst. Die mittelalterliche Kunst lässt doch viel davon erkennen, wie tief die Menschen damals vom Geheimnis der Erlösung ergriffen waren und auch begriffen hatten. Wenn wir gerade in unseren Breiten, in der westlichen Hälfte der Christenheit, viele Darstellungen des Matthäusevangeliums sehen, vor dem alten Reichstag in Regensburg die Gerichtsszene, die so oft dargestellt wurde, an den Portalen unserer Kathedralen, die Kindheitsgeschichte, etwa die Flucht nach Ägypten. Wie viel vom Evangelium, vom blühenden Stab des Matthäus ist allein durch die Bildwelt offen geblieben für diesen Himmel? Hat diesen Kreis, den wir immer um uns selber errichten, gesprengt und eine Selbstbeweihräucherung eigentlich unmöglich gemacht? Wenn wir, egal welche Wortmeldung das zurzeit ist, es geht immer nur um die Horizontale.
Es gibt ja nicht wenige Texte, sogar ganz offizielle Texte, sogar von ganz oben, die sagen, etwa wenn man den neuen Text zum kontemplativen Ordensleben anschaut. Natürlich ist kontemplatives Leben nicht allein für sich selber da. Ich hatte einen Moraltheologen, der hat immer die Trappisten auf den Arm genommen und hat gesagt, dieses Wort leitet sich nicht von La Trappe ab in Frankreich, sondern vom griechischen Verb Treppomai. Und das heißt, um sich selber kreisen. Das war eine bösartige Bemerkung natürlich. Und es zeigt aber die Gefährdung eines solchen Lebens, die es gibt. Aber wenn wir jetzt in einem kirchenamtlichen Dokument lesen, dass den kontemplativen Leuten gesagt wird, sie sollen nicht die Stille suchen, sie sollen sich gefälligst um ihren Nächsten kümmern, dann haben wir den Verlust einer Vertikalen und eine Auflösung des Christentums in die Horizontale. Kümmer dich um deinen Nächsten und dann findest du auch Gott. Das ist ein bisschen schlicht. Das ist eine sehr schlichte Denkungsweise, die eigentlich, wenn man Christentum ernst nimmt, falsch ist. Denn wir sehen das im heutigen Evangelium in der Berufung. Es läuft am Ende alles auf die Frage heraus, wer kann so sprechen? Wieso kann Jesus mit Zöllnern und Sündern dort sitzen? Wieso kann Jesus sagen, dieses Wort des Psalms, in dem Gott spricht, Barmherzigkeit will ich nicht opfern? Von uns, liebe Schwestern und Brüder, darf so niemand reden. Niemand. Wir haben gar kein Recht dazu. Aber Christus, als der Herr, als der Meister, der Lehrer, wie Matthäus es sagt, der einzige Lehrer seiner Jünger, der darf so reden. Und wenn wir die Ausrichtung auf ihn verlieren, wenn wir auch in der Kirche die Vertikale, die wie der Stab des Matthäus in die Erde gesetzt ist, um zu blühen und eine Quelle entspringen zu lassen, wenn wir ihn auf die Erde legen, flach auf die Erde legen, horizontal, passiert überhaupt gar nichts. Es löst sich auf und wir sind Zeugen dieser Auflösung. Möge uns dieser Apostel und Evangelist helfen, mit diesem schönen Hinweis der alten Legende, dass wir nicht um uns selber kreisen und denken, wir könnten Christentum auflösen in eine Wohltätigkeitsorganisation. Das ist ein großer Irrtum. Das gehört immer dazu, vom ersten Tag. Aber es ist nicht die Seele des Christentums. Die Seele des Christentums ist das, was Matthäus in seinen Kapiteln ausdrückt. Ihr habt einen Meister und Lehrer, spricht Christus. Ihr alle sollt allein auf ihn hören.